Ist die nicht. Und ich habe jetzt schon auf Discord gesehen, es haben sich schon einige vorgestellt. Ich würde jetzt als allererstes gleich den Desti nehmen, weil Desti wollte schon, aber Desti kam nicht rein, weil er Mikrofonprobleme hatte. Desti hat zum Beispiel, also das ist Desti Night, hat er uns auch gerne was, müsste uns auch gerne was erzählen, was er mal selber erlebt hat in dem ganzen Paranormalen. Und das würde ich einfach mal sagen. Dann laden wir jetzt mal den Desti Knight ein. Ich würde dich dann einfach mal bitten, dann auch mal in den Channel rüber zu kommen. Das wäre ganz lieb, Desti, dass du auch mal eben in den Discord-Channel rüber joinst, damit wir dann im Paratalk miteinander quatschen können. Das ist dann der Paratalk-Sprachkanal. Würde mich freuen, wenn du einmal rüberrutscht, Desti, dass wir dann einmal gemeinsam jetzt reingehen. Wenn Ja. du sagst, dein Mikrofon funktioniert jetzt endlich, yay, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn es jetzt endlich klappt. Das wäre natürlich eine super Sache. Desti, Eigentlich schon. ey, ich höre dich, das gibt's ja gar nicht. Unglaublich, ne? Unglaublich, ich kann dir dich hören. Hi. Ja, hi. Was war der Fehler letztens mit deinem Mikrofon? Was war der Fehler? Das Problem war halt, ich habe, wie gesagt, habe ja das Huawei P40 Pro und da Ja. konnte ich, konntest du, Discord kannst du dann nicht aktualisieren, beziehungsweise nicht die Links, die du im Stream dann immer kriegst, nehmen. Okay. Und dann habe ich es auf dem Laptop gemacht. Da war ich aber im Internetbrowser drin und da hat das nicht funktioniert. Jetzt habe ich mir die ganze App runtergeladen und Oh. da funktioniert das jetzt alles. Sehr gut, ja, prima. Ja, hat geklappt. Wir haben es ja letztens schon probiert. Da ging es ja dichter, weil Desti auch schon mit drin. Er war schon im Discord-Server, aber nichts passierte. Er war drin, aber keiner hörte ihn. Alle saßen so: Wo ist Ja. Desti? Wo ist Ja. Desti? Prima. Du Ja. hast auf jeden Fall auch schon mal was Paranormales in dir. Pass mal, wir machen ein bisschen spooky Musik für den Hintergrund. Warte mal. Wir fahren mal ein bisschen spooky Musik rein. Okay, dann erzähl uns mal deine Geschichte, was du erlebt hast. Ja, was ich so zwischendurch schon mal erlebt habe, das ist eigentlich schon relativ viel. Okay. Also, ich habe ja damals schon, glaube ich, mit wie die meisten eigentlich so zwischen 8, 9 und 10 eigentlich schon mit sowas angefangen. Das finde ich so interessant. Sorry, dass ich dich jetzt schon sofort Ja, am Anfang gut. unterbreche. Das ist interessant. Viele fangen wirklich so früh an mit sowas, ne? So 8, 9, das ist spannend. Cool, erzähl weiter. Ja, und das hatte sich halt dann alles, weswegen ich dann damit angefangen habe, war halt, weil damals war halt der Punkt, wo meine Mutter mir jetzt in dieser Zeit, jetzt wo letztes Jahr, vorletztes Jahr halt mal erzählt habe, dass ich mit 7, 9 und 12 dreimal gestorben bin Oh, was? und also schon wirklich von den Ärzten als klinisch tot bezeichnet worden Ach du bin. Scheiße. Und meine Mutter, die haben auch alles wirklich probiert, Defibrillator, alles, und haben Gott. gesagt, tut mir leid, ihr Sohn wird wahrscheinlich jetzt sterben. Und Ja. meine Mutter hat mich dann hat sich hingesetzt, hat wirklich teilweise 2 Stunden lang immer oder 3 Stunden lang Mund-zu-Mund-Beatmung und Herz-Lungen-Massage gemacht und Okay. bin dann plötzlich irgendwann einfach wieder aufgewacht. Und Okay, keiner. was war denn der Grund, Desti? Warum, was war denn da passiert bei dir? Das war der Punkt, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr starke Fieberkrämpfe hatte. Okay. Und die haben das dann halt ausgelöst, dass ich dadurch dann halt, sag ich mal, gestorben bin. Boah, heftig, heftig. Und meine Mutter hat mich dann, wie gesagt, über 2 Stunden lang versucht wiederzubeleben und nach Boah. 2, 3 Stunden hat das auch wirklich funktioniert und die Ärzte, die standen dann wirklich mit offener Kinnlade da und haben gesagt, Alter, wie ist das möglich? Wir haben den für tot erklärt. Boah, krass, ich bin geschockt gerade. Ich bin geschockt, Desti. Ja, und deswegen habe ich mit sowas auch angefangen, weil es muss in der Hinsicht, denke ich halt dann halt drüber, habe ich dann halt auch drüber nachgedacht, dass es halt einen Grund hatte, warum. Ich habe damals mit meiner Mutter das auch schon, mit meiner Mutter halt viel Auger, Pendel und sowas schon gemacht. Ja. Und war zwar dann eine Zeit lang so, dass ich dann halt wirklich nicht mehr richtig aktiv drin war, zwar zwischendurch Ja. gemacht habe. Aber jetzt, seitdem ich jetzt mit euch da wieder YouTube und sowas geguckt habe, Ja. schon 3, 4, 5 Jahre, seitdem mache ich das jetzt wirklich wieder intensiv. Okay. Ja, und da habe ich das halt
auch schon so miterlebt, dass ich halt wirklich bei so einer Reacher-Sitzung halt zwar wirklich mit Geduld 10, 15 Minuten Kontakt aufgebaut habe und irgendwann da halt auch so ein Kontakt gewesen ist und bin dann halt wirklich so, wie die meisten halt, die sagen dann, dauert mir zu lange, wird wahrscheinlich kein Kontakt mehr kommen und in dem Moment war es dann halt so, dass halt irgendein Kontakt gewesen ist und habe dann aber nach 5 Minuten wirklich angefangen, irgendwelche Stimmen zu hören. Also, dass irgendwer sagt, hilf mir oder beziehungsweise du bist oder beziehungsweise pass auf dich auf, weil es halt wirklich schon aggressiv geworden ist, weil wie bei dir jetzt so manchmal, dass die Blauschette so wirklich extrem nach vorne gerissen wird oder dass sie auch schon runtergeflogen ist und das ist, es ist halt mein. Ja. Kannst du dich denn irgendwie da noch dran erinnern? Also, wenn ich das so verstanden habe, warst du schon so eigentlich, du warst klinisch tot. Habe ich so richtig verstanden? Kannst du dich da an irgendwas dran erinnern, Desi? Oder war das für dich nur, du hast Fieber gehabt und du bist irgendwann wach geworden? Gibt es eine Phase dazwischen, an die du dich erinnern kannst? Es ist lange her, klar, aber weißt du das vielleicht noch? Also, ich sag mal so, es, dadurch, dass ich mich jetzt damit halt wieder lange beschäftigt habe, habe ich durch eine Ouija, beziehungsweise nicht durch Ouija, aber halt durch einen gewissen Moment dann halt beim Schlafen so einen gewissen Moment gehabt, wo ich in diesem Moment drinne gewesen bin im Traum. Ja. Und bin dann in so einer Parallelwelt, Zwischenwelt oder sowas gewesen, wo du halt, wo deine Seele halt im Prinzip anders ist. Und in, das habe ich jetzt schon öfters geträumt, dass ich da drin herumwandle und nicht verstehe, was passiert ist. Und dann war es dann halt plötzlich irgendwann so, dass ich einfach aufgewacht bin. Also ich war in, träume halt immer wieder, dass ich in dieser Zwischenwelt drin bin. Ja. Und bin dann, habe irgendwie rumgegeistert. Also nicht rumgegeistert, aber mit der bin ich mit der Seele dann halt auch rumgelaufen und dann bin ich plötzlich irgendwie wieder wach geworden. Ja. Es ist halt manchmal ein komisches Gefühl, weil es sich manchmal wirklich so anfühlt, als wärst du, hast du einen Traum im Traum. Krass. Ich bin ein bisschen geschockt, Desti, weil das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, du erzählst jetzt irgendwie was so von Spuk und jetzt, dass du denn so eine krasse Erfahrung erlebt hast. Ich finde das, bin echt geschockt gewesen, wirklich, bin ich ganz ehrlich. Man sagt ja auch, dass Menschen, die solche Nahtoderfahrungen haben, sehr nah auch an dieser ganzen Materie allgemein dran sind, so vom Thema, dass die sehr offen sind für so Ouija und die paranormalen Sachen. Ich denke, du hast da wohl eine Türe öffnen, ich weiß nicht, ob man öffnen dürfen sagen darf, geöffnet bekommen vielleicht, wo du Möglichkeiten vielleicht jetzt irgendwie an die Hand bekommen hast. Aber das ist, wow, das ist die. Ja, und das war dann halt so nach einer gewissen Zeit wirklich dieser Auslöser, wo ich dann halt wirklich wieder angefangen habe, intensiv Feature zu machen oder halt irgendwelche Rituale oder sowas zu machen, weil ich mich halt wirklich sehr dafür interessiere. Und da war es dann halt wirklich so, dass ich auch mal zum Beispiel mit 3 Freunden von mir, auch wenn sich das jetzt ein bisschen, sag ich mal, also ein bisschen doof anhört oder so, aber wenn ich dann halt auch, habe mich im Internet wegen Ritual und sowas schlau gemacht und bin mit den Freunden, sind wir dann einfach mal auf den Friedhof gegangen und haben wirklich ein intensives Ritual gemacht. Also wir haben richtiges Pentagramm mit richtigen Schutzsymbolen, die du manchmal im Internet oder Bücher findest, weil ich habe auch 2, 3 Bücher drin, wo du jedes Ritual für Engel, Dämonen und sowas hast. Und haben das dann einfach mal gemacht. Es war halt sternklar draußen. Yeah. Kerzen gehabt, großes Ritual. Ich glaube, das hatte das Pentagramm oder das Schutzsymbol, das hatte einen Durchmesser von 2 bis 3 Meter ungefähr. Wow. Und Kerzen etc., alles was dazugehört, bestimmte Reliquien und
dann war es aber wirklich so, weil ich habe in dem Moment noch nicht wirklich dran geglaubt. Ich habe zwar schon dran geglaubt, aber ich habe halt nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert, weil in diesem Moment, wo wir dann auf dieses Lateinische, Altgriechisch angefangen haben, oder ich zumindest, dieses Ritual zu sprechen, ist es dann plötzlich nach und nach so passiert, dass zum Beispiel das Wetter komplett umgeschwungen ist. Also es hat auf einmal angefangen, überall zu blitzen. Du hast die Blitze gesehen, es wurde dunkel und dann hat es auf einmal irgendwann geknallt und dann ist direkt neben diesem Schutzkreis oder fast auf diesem Schutzkreis ein Blitz eingeschlagen. Okay. Ob wir da jetzt im Prinzip was freigeholt haben oder nicht, das ist halt immer so eine Sache. Es können halt, wie gesagt, immer alles Zufälle sein. Aber ich sag mal, es ist halt manchmal schon ein bisschen merkwürdig, wenn du sowas machst und dann wirklich kompletter Wetterumschwung erstmal ist. Ja. Und wie lange ist das jetzt her, wo du das da gemacht hattest? Also das mit diesem Ritual, das ist jetzt 4 Jahre ungefähr. Ja. Okay. Hast du in der letzten Zeit nochmal irgendwas gemacht? In der letzten Zeit, ja. Also viel Ouija und Ghostbox. Okay, wie sind deine Erfahrungen bei Ouija? Ja, also definitiv intensiv, interessant. Ja. Weil ich hatte jetzt letzte Woche hatte ich auch eine Reacher-Sitzung. Da bin ich dann in Kontakt mit irgendjemandem getreten, habe dann halt üblichen Fragen gestellt, Kontakt aufbauen etc. Ja. Und habe dann zwischendurch auch Ghostbox gemacht. Habe dann halt auch vorher Karten gezogen. Weiß ja immer keiner, was im Prinzip du ziehst Karten. Und keiner weiß ja immer, was in der Sitzung passiert. Ja, das genau. Kannst du. Und aber an diesem Tag war es dann wirklich so, dass du auf dem Ouija-Board und die Ghostbox, wie du manchmal, exakt genau zeitgleich Antworten kriegst. Ja. Und ich konnte im Prinzip fragen, was ich will, außer das jetzt, was man halt nicht fragen soll. Das kennt ja klar. Jeder. Ja, klar. Aber in dem Moment, wo du halt den letzten Buchstaben vom Ouija-Board gekriegt hast, hast du sofort die selbe Antwort in der Ghostbox gekriegt. Ja. Und in dem Moment hat dann halt wirklich auch mal Geräusche, dann ist mal eine Tür aufgegangen, weil du irgendwie nach einem Zeichen gemacht hast. Also, ja. Weil es ist auch dann so gewesen, dass halt wirklich das K2 halt auch wie bei dir, also mehr, also ich bin meistens oder öfters halt auch bei 4 oder fast 5 Ausschlägen. Mhm. Und ich denke, bei dir hat sich eine Tür mal irgendwo, wo du diese Nahtoderfahrung hattest, geöffnet. Ist dir mal irgendwie aufgefallen, dass bei dir Sachen sind, wo dass du irgendwelche Sachen wahrnehmen kannst? Es gibt ja viele Berichte so von Leuten, die Nahtoderfahrungen haben, dass sie halt Dinge wahrnehmen können, die irgendwo nach einer Zeit für diese Menschen Normalität geworden sind, aber für uns nicht normal sind. Dass du vielleicht irgendwo Stimmen hörst, dass du irgendwo Eingebungen hast, dass du Gespräche wahrnimmst, obwohl niemand da ist, die jetzt nicht auf eine Erkrankung jetzt zurückzuführen sind, sondern halt einfach durch diese Nahtoderfahrung. Hast du da mal was erlebt? Da ist es zum Beispiel so, dass ich wirklich manchmal einfach zum Beispiel bei dir im Stream oder sowas sitze und zugucke. Da habe ich dann halt wirklich manchmal Momente, wo ich dann echt so sitze. Dann höre ich plötzlich irgendwas, nimm Headset und sowas alles runter und höre dann irgendwie plötzlich irgendwelche Gespräche führen oder wie gesagt irgendwas. Okay. Und guck dann halt auch draußen, ob da irgendwer ist, da ist aber meistens auch im Flur Licht aus, da sind keine Nachbarn. Und dann probiere ich dann halt entweder in dem Moment dann halt manchmal eine Reacher-Sitzung zu machen und du hast dann halt auch wirklich Direktkontakt. Also das dauert manchmal dann keine Sekunde, wo die Plauschette dann anfängt, wirklich sich zu bewegen. Und
ich hatte halt auch, wie gesagt, dadurch dann, das hatte ich zum Beispiel jetzt auch schon mal, das war jetzt nicht Anfang der Woche, sondern letztes Wochenende, da bin ich, habe ich eine Sitzung gemacht. Ja. Und habe dann mit dieser Sitzung Kontakt aufgebaut, habe aber exakt genau dasselbe, was ich in dem Moment bei dem Feature Board als Antwort gekriegt habe, eine Sekunde oder zwei Sekunden später plötzlich als Stimme gehört, ja. Dass sie auch zwischendurch gesagt hat, pass auf, du bist in Gefahr, er kommt. Okay. Und es ist halt im Prinzip schon ziemlich creepy. Und ja. Wenn ich dann aber in dem Moment halt auch die Ghostbox anmache, dann habe ich im Moment wirklich 90%, wo du halt wirklich nur tiefe Stimmen hast. Ja, ich denke also, wirklich, bei dir hat sich eine Tür damals mal aufgemacht. Wie viel hattest du? Das war, waren das drei? Drei, ja. Drei Nahtoderfahrungen. Das ist schon heftig. Also du bist dreimal eigentlich über diese Grenze hinüber. Richtig. Weißt du, an was mich das erinnert? Hast du den Film, wie hieß denn der gesehen? Warte mal, wo sich die Leute umgebracht haben, um die andere Seite zu erkunden. Mit den, ja. Weißt, es gab mal einen Film. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Leute, wie hieß der? Flatliner. Trudre Flatliner. Genau. Da muss ich gerade irgendwie dran denken. Weil ich kenne so Menschen, so die einmal schon mal irgendwie einen Herzinfarkt hatten und dann schon mal auf der anderen Seite waren. Aber du hast dann sogar drei. Hast du, weißt du, wie du dich gefühlt hast damals? Kannst du das irgendwie, kriegst du das noch hin, wie du dich dabei gefühlt hast damals? War das für dich mehr friedlich? Es ist lange her, ich weiß, aber vielleicht weißt du das noch. Also ich will jetzt nicht zu weit hergreifen. Ja, oder, klar, nur versuche es vielleicht. Aber vom Gefühl her hat sie, würde ich jetzt, hat sich das im Prinzip schon so ein bisschen angefühlt, als wäre dein Körper leer. Also okay. Du hast im Prinzip an deinem Körper in dem Moment halt nicht wirklich was gespürt. Du warst halt mit dieser Energie oder was weiß ich halt unterwegs. Ja. Aber du hast in dem Moment halt aber auch gespürt, so ein bisschen gespürt, meiner Meinung nach, dass dein Körper irgendwo liegt, aber er im Prinzip keine Regungsfunktion zeigt. Also so halt, dass du dann, wenn du dieses Nahtoderlebnis hast, dass du deinen Körper zwar noch siehst, aber er nicht mehr zu dir Richtig. Gehört, so eine Abspaltung dann, ne? Richtig. Ja. Heftig. Heftig, heftig. Ja. Desti, desti. Heftig, heftig. Juju fragt gerade, aber ich glaube, das hat er gerade schon mal, ob du jetzt noch was hören kannst. Aber ich glaube, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass du manchmal noch so Stimmen hören kannst, ne? Ja, also es ist wirklich so, dass ich zwischendurch schon echt Stimmen hören kann, wo ich, die eigentlich gar nicht da sein können. Mhm. Und ich meine, es ist manchmal wirklich beängstigend, gerade wenn du, das hatte ich auch schon, da bin ich nachts um 2 oder 3 wach geworden. Ja. Und da hast du dann aber plötzlich eine Stimme gehört, die dir zu dir gesagt hat, hier, also Kevin, pass auf, du bist in Gefahr, es wird irgendwas passieren. Ich meine, es ist zwar in dem Moment nichts passiert, weil ich weiß, was ich dagegen machen. Ja, vielleicht weil du wach geworden bist, ist nichts passiert. Richtig. Dann hat sich ja der ganze Zeitstrahl verändert, ne? Ja. Dann hast du vielleicht da 1 Minute länger gepennt, 30 Sekunden oder irgendwie sowas, ne? Und das erinnert mich ja zum Beispiel wieder, was ich zwischendurch auch mal schon im Chat und sowas geschrieben habe, was halt so viele als Schlafparalyse und sowas interpretieren. Da lagst du im Bett, hast geschlafen, das weißt du, und träumst plötzlich was. Yeah. Du träumst aber, dass du in deinem Bett liegst und in diesem Moment versuchst aber, okay, ich bin wach geworden, willst aufstehen. Ja. Funktioniert aber nicht. So, du drückst dich nach oben, aber du hast das, du kriegst das Gefühl, als würde dich irgendwie wer nach oben drücken, weil du entweder Füße bewegst oder Arme bewegst oder Schultern bewegst, um wirklich versuchen aufzustehen, aber irgendwas drückt dich nach unten. Okay. Und dann, ich meine, ich habe auch schon oft an Schlafparalyse gedacht, ja. Aber dann ist es halt so, dass Kraft, viel Aufwand irgendwann mal geschafft hast, dich so
im, was weiß ich, 110-Grad-Winkel so aufzurichten. Ja. Und dann war es aber so, dass du plötzlich vom Bett runtergezogen worden bist. Dass du neben dem Bett gelegen hast. Krass. Und hast aber dann versucht, wieder aufzustehen, aber du wurdest wieder irgendwie runtergedrückt oder dran gehindert. Vielleicht hat dich da irgendwas runtergezogen. Ja, das hört sich so an. Hört sich so an, als wenn ich da was jemand runtergezogen hätte. Richtig, das habe ich ja auch schon oft drüber nachgedacht, aber es ist. Interessant. Ich habe auch gerade mal eine Frage bekommen, ob du dich noch dran erinnern kannst, ob du ein Licht gesehen hast. Oder ob wirklich für dich nur von der Erinnerung war, es ist passiert, Punkt. Guck mal, ich bin ja auch mal ertrunken und fast ums Leben gekommen. Oh. Ich bin ja kurz vorher wieder aus dem Becken raus, war ich ja auch ein Kleinkind noch. Ich weiß nur, ich bin zum Beispiel ins Becken geschmissen worden, als Nichtschwimmer. Es war so ein Sprungturmbecken und ich bin bis zum Grund runter. Und ich kann mich nur daran erinnern, ich bin reingeschmissen worden und ich habe nur eine Szene, wo ich trampel. Und die nächste Szene war, wo ich raus war. Mir fehlt da auch so eine Zeit zwischen. Deswegen, ich wüsste jetzt auch nicht, was dazwischen gewesen ist. Deswegen weiß ich nicht, ob du da vielleicht dich erinnern noch kannst. Oder ob du auch so einen Cut hattest. Hören tut ihr mich gerade noch, ne? Ja, wir hören dich. Okay. Also ich sag mal so, in dem Moment, wo ich mich halt derzeitig halt auch wirklich, was ich halt auch geträumt habe, wo ich mich halt noch wirklich ein bisschen dran erinnern kann, ist halt, dass ich in dem Moment halt, habe ich zwar ein Licht gesehen, wollte im Prinzip eigentlich auch hin, aber irgendeine Stimme hat dir in diesem Moment gesagt, nein, du darfst noch nicht gehen, es ist noch nicht die Zeit für dich. Wer weiß, was passiert gewesen wäre. Richtig. Und das ist dann halt auch immer die, die Sache. Ich meine, ich war kurz davor, wahrscheinlich schon in Richtung Licht zu gehen, weil das Licht ist ja schon eine schöne Sache, das zu sehen. Ja. Aber in diesem Moment hast du halt auch wirklich das Gefühl gehabt, als würde dich halt auch versuchen, wert zurückzuhalten. Weil du standst dann da, wolltest gehen, aber du hast im Prinzip deine Schritte wirklich nur noch in weniger, sogar noch weniger als die Zeitlupe gemacht. Ja. Und hast aber in dem Moment halt auch gehört, nein, bleib, es ist noch nicht die Zeit für dich zu gehen. Aber das hört man ganz oft, ja, das hört man ja ganz oft, dass Menschen, die irgendwie im Sterben liegen, zurückgeholt werden. Die dann auch gesagt haben, so nein, pass mal auf, das ist noch nicht richtig, die Zeit soll noch nicht sein, du hast bestimmte Sachen noch nicht erledigt. Und die dann wirklich dann auch nochmal irgendwie zurückgezogen werden. Ja, das ist schon heftig. Disti. Ja, so. Nee, und bei Ghostbox zum Beispiel, ja. Hast du irgendwie mal überlegt, dich mal intensiver mit solchen Sachen zu beschäftigen? Ja, werde ich jetzt definitiv, also wenn ich, ich will ja jetzt irgendwann in der nächsten Zeit auch wieder umziehen und wenn ich dann halt wirklich wieder umgezogen bin, dann werde ich definitiv halt auch wieder intensiver und wahrscheinlich auch bei Twitch halt zücken. Ja. Oder sonst wo irgendwie was machen. Aber dann werde ich mich definitiv wieder intensiver damit beschäftigen und halt auch mehr machen, was Rituale, Reacher und Ghostbox betrifft. Weil mich interessiert das halt. Ja, weil du das schon erlebt hast irgendwo. Ja. Weil du irgendwie schon was mitbekommen hast in der Richtung. Richtig. Aber ich würde einfach mal sagen, dass du auf jeden Fall da dranbleiben solltest. Auf jeden Fall dieses Thema mal weiter ausarbeiten. Ja. Also hier ganz viele habe ich schon mal gelesen, so Gänsehaut und wow, krass. Es ist auch heftig, also was Desti gerade so erzählt, ne? Und das ist, also viele, es sind auch schon mal zwei, habe ich gelesen, die auch schon mal sowas Ähnliches schon mal hatten. Und das ist schon, das ist ja das, was ich dann so interessant finde. Das ist jetzt nicht so, dass ich das erzähle, sondern dass die Leute das einfach selber erzählen. Das finde ich tausendmal interessanter irgendwie. Ja. Ja. Hast du sonst noch irgendwas erlebt, was sehr merkwürdig ist, was du nicht erklären kannst? Naja, also es ist halt auch echt manchmal so gewesen, dass ich zum Beispiel, also es kommt zwar nicht oft und auch nicht immer vor, dass ich halt auch wirklich so einen Moment habe, wo du halt was geträumt hast, sag ich mal, träumst irgendwie
Dein Bekannter liegt krank oder hat einen Herzinfarkt oder hast du nicht gesehen. Und du denkst ja im Prinzip eigentlich nicht, manchmal nicht sowas dabei, aber da ist es dann halt wirklich so gewesen, dass du das Gefühl hast, es war wirklich echt. Mhm. Du hast was, dann wo du wach geworden bist nächsten Tag, hast du dann dich mit demjenigen, wo du zum Beispiel beim bei meinem Bekannten damals hatte ich Herzinfarkt, habe ich geträumt. Irgendwie zwei Tage davor hatte ich von, oder beziehungsweise fast denselben Tag. Ja, das stimmt, das war die Nacht davor, ja. Habe ich dann davon geträumt, habe dann weil ich mich mit dem gut verstehe, halt angerufen, ging halt nicht dran, dachte ich mir, okay, fährst du mal halt dran vorbei. So, bis man den mal besuchen gegangen und dann war es dann halt so, dass die Tür halt auch nicht wirklich aufging. So, in dem Moment habe ich dann halt, weil das Auto stand, hin und her geklingelt habe, geht keiner ran, habe ich halt die Polizei und sowas gerufen und die ist dann da reingegangen. Beziehungsweise haben wir dann über eine andere Klingel sind wir dann da reingegangen und sind dann in die Wohnung reingekommen. Und dann lag der plötzlich auf dem Boden. Und dann haben wir noch Krankenwagen gerufen und die im Krankenwagen haben gesagt, gut, dass ihr angerufen habt. Dieser Mann, der hatte vor 10, 15 Minuten Schlaganfall und fast einen Herzinfarkt. Okay. Wo ich mir denke, okay, du hast das jetzt in der Nacht eigentlich fast genauso geträumt, dass er auf dem Boden liegt, hat einen Herzinfarkt in der Hinsicht oder Schlaganfall, weil kann es ja manchmal nicht so ganz interpretieren. Ja. Und dann bist du hingefahren und plötzlich liegt er auf dem Boden und wird festgestellt, dass er wirklich einen Schlaganfall hat. Vielleicht hat das wirklich was mit deinen Erfahrungen und mit deinen Erlebnissen zu tun. Ja. Dass du das vielleicht irgendwie jetzt wahrnehmen kannst, vielleicht, ne? Es ist nur eine Vermutung, aber vielleicht ist es ja letzten Endes so, dass du es irgendwie wahrnehmen kannst. Weil das ist ja so eine Vorahnung. Ja, klar. Und ich meine, ich habe das jetzt auch nicht zwischendurch auch mal wirklich gehabt, dass das jetzt nichts mit Tod oder sowas zu tun hatte, sondern einfach auch bei damals meiner besten Freundin und schieß mich tot und habe ich dann halt auch geträumt, dass sie irgendwie einen schlechten Tag hatte, dass ihr Freund dann mit ihr Schluss gemacht hat oder so. Habe ich irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher geträumt. Und dann irgendwie schreibt sie mir plötzlich, hier, wir müssen mal reden, mein Freund hat gerade mit mir Schluss gemacht und so. Ich meine, es gibt viele Zufälle. Ja, klar. Kann in dem Fall Zufall oder sowas gewesen sein, aber es ist halt schon manchmal ein bisschen eigenartig. Ist schon heftig. Kleine Feder hat gefragt, ob du Angst jetzt davor hast zu sterben, ob du jetzt weniger Angst vor dem Tod hast? Ich sag mal so, klar hat man das Gefühl, Angst zu haben. Angst ist ja im Prinzip das Gefühl, was einen im Prinzip auch relativ menschlich noch dazu macht. Ja. Ich meine, Angst jetzt vor dem Tod wahrscheinlich mittlerweile sehr wenig, weil ich hab Respekt vor dem Tod. Ja, klar, glaubt jeder. Aber so wirklich im Moment die Angst davor, wirklich habe ich eigentlich nicht, weil es ist. Ich meine, wenn der Zeitpunkt kommt, dann kommt der Zeitpunkt. Ja, klar. Aber dadurch, dass ich halt mich halt mit dem Paranormalen und sowas viel beschäftige und damals das mit den dreimal Toten gewesen ist und so, habe ich halt zwar weniger Angst, ich habe zwar etwas Angst noch davor, aber ich habe mehr Respekt vor dem Tod. Was glaubst du denn, wenn du ja schon dreimal im Grunde, ich sag jetzt mal wirklich, auf der anderen Seite gewesen bist, was glaubst du denn, was danach kommt? Schwierige Frage, aber was glaubst du? Also, ich sag mal so, das, was ich glaube, ist im Prinzip es ist ja wirklich so, dass halt viele denken, okay, wenn du stirbst, kommst du entweder Paradies, in die Hölle oder sonstiges. Aber der Punkt ist halt, wenn du halt wirklich tot bist, meiner Meinung nach, was ich halt so ein bisschen interpretieren konnte, weil ich halt auch auf irgendeiner Seite gewesen bin, es ist aber halt noch eine Zwischenwelt dazwischen. Also da, wo halt, sag ich jetzt mal, die Seelen oder sowas halt von sich aus selber drauf warten,
im Prinzip wie so eine Warteschlange. Mhm. Es ist halt immer schwierig zu verstehen. Aber du hast das Gefühl, dass die in der Zwischenwelt halt wirklich darauf warten, wie so beim Einkaufsladen, wenn du hinter einer Warteschlange wartest und bis du drankommst, dass du halt irgendwo zugewiesen wirst. Ja. Und wenn du halt, sag ich mal, irgendwo zugewiesen bist, ich meine, es kommt immer drauf an, was die Leute sich vorstellen oder was sie sich wünschen, was sie wirklich sehen. Im Prinzip, wenn sie nach dem Tod sind, was sie wirklich haben wollen. Ja. Weil ich glaube, es gibt eine andere Seite definitiv. Mhm. Und wenn du halt tot bist, dass es aber nicht eine Welt gibt, mhm. sondern... Also Parallelwelten, meinst du, ne? Ja, denk wenn ich, du jetzt ne? zum Beispiel im Himmel bist, ich meine, in der Hölle wird es wahrscheinlich relativ eine sein, aber ich sag mal so, ich stelle mir das halt vor, dass es, wie gesagt, nicht nur eine Welt oder ein Himmel ist, sondern jeder auf der Welt hat seinen eigenen. Das heißt, es ist nicht einer, sondern über 8 oder 7 oder 8 Milliarden. Ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja. Man sagt ja so, jeder erschafft seine eigene Realität, dann wird es ja dann auch passen, ne? Dann wird es ja auch passen. Aber war mal interessant, mal von dir zu hören, auf jeden Fall, Disti. Ja. War echt interessant. Auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend, auch für die Leute sowas da mal zu hören, die sowas so noch nie so wirklich von jemand gehört haben. Man liest es ja immer, dass es Menschen gibt, die so Nahtodsachen schon mal erlebt haben. Aber man hört das selten von den Leuten selber und kann dann auch wirklich mal mitsprechen. Wo auf jeden Fall sehr interessant ist. Ich danke dir. Ach, immer wieder gerne. Also, gerne, gerne. Ich danke dir fürs tolle Gespräch auf jeden Fall. Und Desti, ich bedanke mich auch. Die Flachwitze sind geil. Prima. Freut mich, mal zu hören. Prima, dann danke ich dir fürs Gespräch, Desti. Ne? Kein Problem. Hau rein, danke dir. Ja, Kuss geht raus. Ciao. Danke, ciao. Ciao. Also sehr cool. Leute, das war wirklich sehr cool. Erstmal, die Generation hat sich den 3. Monat in Folge gegönnt. Ich danke dir. Die Generation. Kaktus haben wir gemacht von vorhin. Jackie hat sich auch nochmal, macht noch eine Sitzung jetzt. Danke dir. Sirox ist noch mit Follow rein. Jonas hat ja selber auch schon. Ja, du hast auch schon viel erlebt, Jonas. Die liebe Drea kam noch mit rein. Man sagt, wenn man gewisse Erfahrungen gemacht hat, ist man danach empfänglicher für das Paranormale. Beim Desti, der uns jetzt erzählt hat, dass er 3-mal im Grunde schon eine Nahtoderfahrung hatte mit Fieberkrämpfen. Erschreckend. Es hat mich echt geschockt, weil man kennt die Leute, ich kenne Desti, Desti ist immer hier. Und wenn du das dann von den Menschen hörst, das ist dann in erster Linie so, wow, wow, das ist eine ganz andere Nummer. War was ganz anderes, also statt das nur zu lesen, das mal wirklich zu hören. Jinjin hat auch noch Telichbeamer und Sub geschenkt. Ich danke Jinjin, Riesenkuss geht raus, ich danke dir von Herzen. Und Engi hat sich auch noch den nächsten Mod gehört. Ich war auch wieder dabei, sorry Zwecks, neue Ausbildung, hatte ich keine Zeit. Schön, dass du da bist. Kuss geht raus. Kuss geht raus. Ja, das ist immer unser Paratalk. Ich werde jetzt die nächste Person mir jetzt hier reinholen ins Boot. Die kann uns dann die nächste Person ein bisschen was erzählen, was diese Person dann so erlebt hat, was alles passiert ist. Ich habe ja schon ein paar bekommen, die ganz gerne mitmachen wollen. Dann gucke ich mal, ob du da bist. Die Claudi. Wollte ich mal fragen, ob die Claudi da ist. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, ob du drin bist. Wenn du da bist, Claudi, dann komm auch mal in den Paratalk einmal rein. Weil ich glaube nämlich, dass du da bist. Es sind so viele jetzt nämlich gerade. Genau, Claudi, dann komm einmal auch mal kurz in den Paratalk rein. Würde mich freuen. Und bist schon drin. Claudi ist schon drin. Super. Hallo, Claudi. Hörst du mich? Wir hören dich aber nicht. Du bist im Discord, aber wir hören dich nicht. Ja, wir können dich nicht hören. Also du bist definitiv... Hörst du mich jetzt? Jetzt hören wir dich. Ich muss dich nur ein bisschen lauter mal stellen. Warte mal. Okay, kannst du noch mal einmal Hallo oder irgendwie ein lustiges Lied singen, damit ich weiß, wie laut du bist? Ein lustiges Lied nicht unbedingt. Okay, ich mach dich mal um einiges lauter, damit wir dich besser hören können. Du hast auch was erlebt, was du uns gerne erzählen möchtest. Ja, ich hatte ja schon geschrieben, dass wir vor 3 Jahren im Haus des Säurefassmörders vom Rahlstedt gewohnt haben. Genau, das fand ich eine ganz interessante Sache. Wir hatten vor langer Zeit schon mal drüber geschrieben, ne? Kann das sein?
Ja, genau. Ja, kann sein. Aber nimm das nie böse, wenn ich dann nie darauf antworte. Ich werde erschlagen mit sowas. Das du ist hast immer. Geantwortet, alles gut. Ich habe sogar auch noch schlimmer. Dann habe ich sogar total gelostet. Dann habe ich total verlost. Ich habe sogar, geil. Noch besser. Ja, das würde mich mal wirklich interessieren. Ich mache mal ein bisschen den Sound mal minimal leiser. Minimalistisch einfach mal leiser. Ja, dann erzähl mal, was du erlebt hast. Das würde mich sehr interessieren. Ja, also angefangen hat das eigentlich, dass wir in dieses Haus eingezogen sind und der Makler dazu verpflichtet war, uns zu erzählen, dass in diesem Haus zwei Morde sind. Ja. Und ich habe den Fehler gemacht zu googeln. Und da das kam ist halt nicht auch immer gut. Das habe ich gemerkt, ja. Da kamen dann halt auch gleich dementsprechende Bilder von unserem Garten und Haustür vorne. Also man hat es gleich wiedererkannt. Und angefangen hat es eigentlich, dass meine Tochter schon seit sie klein war, 7, 8, immer irgendwelche Dinge gesehen hat. Eine Frau mit umgedrehten Füßen an ihrem Bett. Bitte was? Ja. Wie, und echt jetzt? Krass. Ja, wirklich. Und was willst du als Mama tun? Dein Kind kommt zu dir, erzählt dir sowas, sagst du jetzt, du findest da was, dann erzählt dir dein Kind nie wieder was. Ja. Oder nimmst du es halt an und beobachtest das Ganze halt. Ja. Ja. Und im Haus haben wir den Fehler gemacht, dass wir, also dieser Lutz Rheinstrom, der die Frauen da gequält hat, der hat sie im Garten von uns in Säurefässern begraben. Mein Gott. Und hat einen unterirdischen Atombunker gebaut. Und der ging von unserem Hauseingang aus bis vorne zur Straße, also so gut 20, 25 Meter. Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir den versteckten Raum von diesem Mann gefunden haben. Ach, den hat Scheiße. Die Polizei auch tatsächlich nicht zugeschüttet. Es war alles noch so, wie es war. Mit Kanistern, mit Desinfektionsmitteln, mit Haarbürsten, Wasserschläuchen. Also richtig, richtig widerlich. Ja. Und seit dem Tag passierten die paranormalen Dinge bei uns recht extrem. Also es sind Gegenstände durch die Gegend geflogen, Gläser an die Wand. Ja, ich habe nebenbei, schon wichtig, ich habe nebenbei auch gerade die Webseite auf, da sind auch Bilder, wir haben uns gerade schon nebenbei die Person mal angeguckt. Ja, also, widerlich, ne? Also der hat eine ganz ekelige Aura, ne? Ja, also ich habe hier gerade Frauen entführt, gefoltert und in Säure aufgelöst. Das ist ja ganz krank. Ja, erzähl gerne weiter. Ja, und irgendwann wurde es dann so schlimm, dass wir so, ja, sag ich mal, doll angegriffen worden sind, wo es auch wirklich, es gab einfach keine normalen Erklärungen mehr dafür, wo man hätte sagen können, das ist aus dem Schrank gefallen oder du hast dich jetzt getäuscht und ich habe mich dann an die Kirche gewandt. Ja, klar. Und habe gesagt, ich brauche Hilfe. Aha. Und die haben gesagt, das war die katholische Kirche, dass auch nur die katholischen Pater in diesen Sachen helfen können, weil die sich da mehr mit auskennen. Ja. Ja, und dann hatten wir 3 Monate lang 2 katholische Pater regelmäßig an den Wochenenden in unserem Haus, die Totenmessen im Bunker durchgeführt haben, die das Haus quasi oben bis unten gereinigt haben. Der hat sich auch nicht getraut, alleine zu kommen, der Pater. Er hat gesagt, heftig. Er hat dabei ein ganz ungutes Gefühl. Heftig. Und wir wurden sogar selber darauf geprüft, ob wir besessen sind. Also es ist richtig extrem. Er hat auch aus Österreich von einem ganz hohen Priester extra geweihtes Salz kommen lassen und hat das überall auf unsere Türrahmen halt gestreut. Ja. Aber dann müssen die ja schon irgendwie gemerkt haben, dass da irgendwas nicht normal ist. Ja, er ist reingekommen ins Haus und du hast gleich den veränderten Gesichtsausdruck gesehen. Und er hat gleich gesagt, also es gab eigentlich, bevor es ein Hallo gab, erst, ich fühle was, sagte er. Weißt du, Entschuldigung, wenn ich dich immer mal wieder unterbreche, das ist wirklich spannend. Ich stelle mir das jetzt gerade mal so vor, dass im Grunde, der ist wirklich jetzt reingekommen und hat sofort gemerkt, da ist irgendwas im Argen. Ne? Normalerweise, wenn ich jemanden besuche, dann sage ich so, hi, schön, dass du da bist, erzähl mal. Ja. Aber so, ja, mach's mal einen Kaffee. Aber das ist ja dann eher mehr so nach dem Motto, weil ich glaube, du hast echt ein Problem hier. Das ist übel. Also wenn ich mir denn hier auch angucke gerade, der Typ hat auch wirklich, ich sag mal, richtig einen kranken Blick drin. Ne?
Also er gibt auch sehr kranke Interviews, auch immer noch. Also vor Ach, drei der Jahren lebt, der stand auch. lebt noch, der Ja, lebt der noch. lebt noch. Der lebt Okay. noch. Der sitzt bis lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung, sitzt er im Gefängnis. Ja. Also das mit unserem Haus, das wurde auch verfilmt. Es gibt sogar Hörspiele davon. Heftig. Und er gibt auch wirklich ganz kranke Interviews Ja, dazu. sie Also er steht wurde ja, schon regelmäßig gefährlicher und besucht. skrupelloser Sadist. Ja. 86 bis 88 tötete der gelernte Kürschner aus Hamburg zwei Frauen auf bestialische Weise und löste sie in Salzsäure auf. Aber da, auf sowas muss man erstmal kommen, weißt du, Ja. das erstmal zu machen. Wie lange, Ja. Entschuldigung, wie lange wohnst du jetzt dort? Also ich wohne jetzt seit 3 Jahren nicht mehr da, weil wir Ja. ausgezogen Ah, sind. okay. Und die letzte Totenmesse vor 3 Jahren, die der Pater gehalten hat, da hat er auch gesagt, es ist in diesem Haus noch nicht erledigt. Und das Schlimme ist, da wohnt jetzt wieder eine Familie mit Kindern. Die arme Familie. Ja. Was meinst du, was da eine Energie drin ist? Eine Energie mit Leid und Angst. Das muss ja Also übel das, sein. ja, das Problem an der Sache war, dass der Pater gesagt hat, wir müssen alles, was in diesem Bunker existiert, quasi aus dem Haus rausschaffen. Ja, Somit weil sind. das in, weil das halt da drin ist. Eine Energie ist halt Ja, dort eben drin. drum. Genau. Also standen wir tatsächlich mit zwei Patern mit langen schwarzen Kutten auf der Terrasse und haben alles auf einem Grill verbrannt, was da drin existierte. Also ich möchte auch nicht wissen, was die Menschen um uns rum, die wissen eigentlich alle, was in diesem Haus passiert ist, aber es war trotzdem schrecklich. Ja. Nur wie willst du Gegenstände rauskriegen wie Regale, wie Ketten, an denen er sie festgemacht hat? Das kannst du nicht rauskriegen. Das ist da alles immer noch drin. Und das Problem ist, deine Möbel, die in diesem Haus waren, ich konnte ja nicht alles neu kaufen. Das haben wir alles mit in die neue Wohnung genommen. Mein Ja. Heftig. Ich muss gerade auch an die Familie denken, die da jetzt wohnt. Wenn du so ein bisschen, ich sag mal, wenn du jetzt ein bisschen feinfühliger bist, da kommst du ja gar nicht drauf klar. Alleine auch das Wissen, ich würde da gar nicht wohnen wollen, wenn ich jetzt wissen würde, hier war so ein bestialischer Massenmörder, ich nenne Ja. ihn jetzt mal Massenmörder, hier steht ja, der hat ein Opfer eine Woche lang gequält. Das erste Opfer ist Hildegard K., sie ist 61 Jahre alt und die Ehefrau von Lutz, Führem Lehrherren, einem Pelzhändler. Am 12. März 1986 lockte der Kürschner die nichtsahnende Frau zu sich nach Hause. In seinem Garten hatte er einen unterirdischen Bunker angelegt. Über die Begründung für den Bau gibt es unterschiedliche Angaben. So diene der Bunker angeblich zum Schutz von Atomkrieg oder aber schlicht zum Trocknen und Lagern seiner Pelze. Der hat sie hungern lassen und quälte sie mit Schraubzwingen auch sexuell. Eine Woche dauert das Martyrium. In der Zeit stiehlt er aus dem Haus seines Opfers einen fünfstelligen D-Mark-Betrag sowie Schmuck und zwingt Hildegard K. Briefe an ihre Angehörigen zu schreiben, damit niemand Verdacht schöpft aufgrund ihres Verschwindens. Was krank. Sie habe Ja. ihren Mann angeblich verlassen, man möge nicht nach ihr suchen, so liest es sich. Dann erhängte er Hildegard K. in seinem Bunker, der hat die auch noch erhängt. Anschließend sägte er die Leiche in Stücke, die er in einem Säurefass wirft. Das Fass verbuddelte er 2 Meter tief im Garten und betonierte es ein. Zweites Opfer muss einen ganzen Monat leiden. Am 5. Oktober schlägt der Kirschner wieder zu. Annegret B. ist eine 31 Jahre alte Industriekauffrau, die Lutz R. vom Schwimmverein kennt. Auch sie lockte er in sein Verlies, wo er die Wehrlose einen ganzen Monat lang ankettet, foltert, sexuell missbraucht. Was ein kranker Typ. Ja, und das Problem ist, dass wir Annegret auch sehen. Ich Warte bemerke. mal. Habe ich jetzt richtig verstanden? Ja, hast du. Wie Annegret konnten wir sehen. definiere sehen? Annegret hatte ein langes weißes Nachthemd an, hatte eine Glatze. Da haben wir noch nicht wirklich ja, intensiv gegoogelt, bis wir nachher im Stern Crime auch gelesen haben, dass er ihr die Haare ab Schoren bis auf. Ja, er war ja Kürschner. Und diese Annegret, die hat ständig nach unten gesenkt gehabt. Du hast auch gesehen. Also es ist so, als ob du ein Foto machst und dieses Foto ist aber verwischt. So Ja. kann man das am besten erklären. Und am Anfang kamen sie sehr schnell auf einen zu. Und es wurde mit der Zeit, wo die Pater bei uns im Haus waren und wir Aufgaben erledigt haben, Ja. Pater hat gesagt, fragt Annegret, was könnt ihr tun? Ist noch irgendetwas unerfüllt, unerledigt? Das haben wir dann auch gemacht, egal wie groß unsere Angst quasi gewesen ist. Und es hieß zum